Steigende Wasserpegel im Zentrum von Kanada. Am Donnerstag erklärte Ottawas Bürgermeister den Ausnahmezustand. Behörden in Quebec warnten vor einem Dammbruch an einem Wasserkraftwerk. Premierminister Trudeau besuchte den Ort Gatineau in der Region und sagte betroffenen Familien Unterstützung zu. Zudem warnte er: Wir müssen darüber nachdenken, dass es durch den Klimawandel immer mehr und immer öfter zu diesen extremen Wetterereignissen kommen wird. Wir müssen uns anpassen, Schaden abmildern und zusammenarbeiten. Laut Angaben der Regierung mussten 900 Menschen ihre Häuser verlassen. Ein Mensch kam zu Tode.